So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop und es ist auf jeden Fall was Wildes drin. Ich würde sagen, wir gehen rein in 3, 2, 1. Bam. Puh, die ist nice. Ist auf jeden Fall mal eine ganz andere Art Skin, finde ich. Auch diese graue, wie soll ich es nennen? Das graue, der graue Nebel. Ja, doch, doch, der Skin sieht schon nice aus. Definitiv. Gut, die Hörner hätten sie vielleicht weglassen können, weil die Hörner, ja, dann natürlich das passende Rückenaccessoire. Na, macht er mit Fortnite? Ne, Fortnite hat wieder keinen Bock mitzumachen. Ah, doch, da ist es. Ah, doch, 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 da ist auf jeden Fall mal was ganz Neues. Da muss ich echt was Gutes einfallen lassen. So, dazu noch die passende Pickaxe. Die kosten, oh, nur 800, die Pickaxe, das ist günstig. Dann haben wir den Finsterbomber wieder zurück, natürlich auch mit passendem Rückenaccessoire, dass die jetzt nie hinkriegen, dass das Rückenaccessoire bei dem Skin mit drauf ist. Auch ein schöner Skin in meinen Augen. Dann natürlich das schöne Donnerrost wieder dabei. Dann Glyphe der Dunkelheit, den Gleiter wollte ich unbedingt haben damals. Der ist echt nice. So, dann sind die Rennfahrer wieder da. Einmal mit Rennfieber, mit einer passenden Rückenaccessoire. Erinnert mich auch schon so ein bisschen an Kill Bill. Da soll ja ein bisschen was geplant sein. Und dann der Überholer. Ja, da sage ich ganz ehrlich, bleibe ich bei der weiblichen Variante. Definitiv. Und ja, die männliche sieht auch nice aus. Der immer die Stile so schnell wechselt. Ach, auf jeden Fall. Dann weiße Bö. Kennt jeder, weiße Bö. Wer nennt sein Motorrad nicht weiße Bö? Dann der Wirbelwind wieder zurück. Aber die feiere ich nicht so. Das ist halt eher für die Motorradfreaks. Und dann Adeline. Oder Adeline. Auch ein schönes Skin-Finish. Mit passendem Rückenaccessoire. Ja gut, Rückenaccessoire ist da, bin ich ja sowieso wählerisch. Und dann haben wir die Propellerstäbe mit drin. Okay. Und der, oh Gott, wie heißt das denn? Flori. Warte mal. Floreszenzflieger? Ich sag besser nichts. Also, wer das Wort aussprechen kann, GG. Direkt eine 1 in Deutsch. So, Renfi hatten wir schon. Dann ist die Sonnenblume wieder zurück. Ein schöner 800 V-Bucks-Skin. Passend zur Zeit jetzt, wenn es dann endlich mal warm werden sollte. Und dann haben wir Instinct wieder drin. Auch ein schöner Skin. Halt der Nvidia-Skin in meinen Augen. Für mich ist das der Nvidia-Skin. Dann Wake Up. Ihr wisst ja, Copyright gibt immer kleine Probleme. Aber alles auf meiner Playlist schon hochgeladen. Also wenn ihr genau das Emote sucht, einfach über YouTube suchen. Und dann werdet ihr hoffentlich auch mein Video gezeigt bekommen. Dann lasst es regnen. Ding, ding, ding. 500 V-Bucks, durch die Decke 200 V-Bucks. Auch wenn es hier im Shop irgendwie ein bisschen verwirrt angezeigt wird. Aber ihr seht schon wieder zwei Emotes drin heute. Und wer hat sie schon? Ich. Grüße gehen raus an die spendablen Zuschauer. So, dann haben wir noch das Walking Dead Paket. Dann natürlich Beast Boy immer noch drin. Batman ebenfalls noch drin. Und Ritter der Roten Tafel, Doppelagent und ebenfalls letzter Lacherpaket. Es verfolgt uns solches Paket. Und denkt dran, in Rette die Welt, heute leider keine V-Bucks extra, aber denkt dran, einmal einloggen, einmal die Tagesaufgabe machen und schon habt ihr trotzdem auf jeden Fall 50 V-Bucks extra. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Sonntag und haut rein.